So, da bin ich wieder. Corona Transformation Tagebuch, Tag 37, Teil 37 ist noch verhältnismäßig, ja, vormittags, also ist nicht morgens, sondern es ist vormittags, es ist Sonntag. Das sind ja die Tage, an denen man diese Corona-Krise nicht so richtig mitbekommen würde, also weil die Straßen sind leer, die Geschäfte sind zu, wie jeden Sonntag. Da hat sich jetzt nichts groß geändert zum normalen Sonntagsgefühl. Ja, insofern, wenn man nach den Fernseher anmacht, was ich immer seltener gerne tue, kann man natürlich wieder sich 4000 Sachen angucken zur Corona-Krise, zu sonst was und so weiter und so fort. Man ist da so latent genervt. Gestern war es ganz cool, gestern Abend, ich wusste nicht genau, was ich machen soll, habe ich mir so eine, oder haben wir uns so eine Dokumentation über Queen angeguckt. Das war ganz interessant, nochmal zu sehen. Also man könnte sagen, quasi Musik aus meiner Jugend, ja. Also und Queen war auch so eine Band, die ich früher sehr oft gehört habe. Ich war nie so ganz eng an Queen. Da gab es andere Bands, die ich cooler fand, was auch sehr unterschiedlich war. Also ich habe früher auf der einen Seite Deep Purple sehr gerne gehört. Also gerade so Made in Europe fand ich mal ein sehr geiles Album. Ich habe auch viel Marillion gehört zum Beispiel. Und dann kam ja auch schon die Phase der großen 90er-Popbands, 80er-Popbands und so weiter. Ich war ein ganz großer Fan von Tears for Fears. Natürlich Genesis war für mich ganz cool. Ich war eher so der Typ, auch so Genesis war, aber Pink Floyd und so weiter. Das waren so die großen, für mich die großen Sachen und natürlich Jazzmusik. Genau, das habe ich gestern Abend noch gemacht. Es war ganz interessant zu sehen, weil so ein paar Sachen mir auch nicht mehr bewusst waren. Und das ist, was mir ja eh so ein bisschen durch den Kopf geht, gerade jetzt, wo ich mich nochmal neu, auch jetzt unabhängig von der Corona-Krise, intensiv mit Jazz beschäftige, dass ich einfach merke, dass es da ganz viel zu entdecken gibt, was ich auch in meinem Studium überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ich finde es manchmal so schade. Und will da auch gar nicht meiner damaligen Hochschule irgendwie den schwarzen Peter zuschieben. Ich glaube, ich war einfach noch nicht so weit. Ja, das ist auch so was, was mir immer durch den Kopf geht. Ab wann ist man eigentlich weit genug für etwas? Es gibt viele Dinge in meinem Leben, die habe ich gemacht und war eigentlich noch nicht weit genug dafür. Und jetzt durch diese kontinuierliche Beschäftigung, zumindest mit Teilbereichen davon, entsteht so ein Reifeprozess, ja, wo ich Dinge nochmal anders sehe oder anders wahrnehme. Ich höre manchmal so die ersten musikalischen, also die ersten musikalischen Werke von mir, so als ich so, also ich habe sehr früh angefangen, ja, auf irgendwas rumzuklimpern oder rumzuhauen, aber irgendwann auch mit 17, 18 kamen auch wirklich ein paar sehr abgefahrene Projekte dazu. Also mein absolutes Lieblingsprojekt nach wie vor, also eins, wo ich wirklich glaube, das hat mir unglaublich viel gegeben, das war P9, kennt kein Mensch von euch. Das ist, es gab eine Mini-Veröffentlichung, ich glaube, wir hatten 20 Kassetten veröffentlicht, die wir dann unter Freunden verschenkt haben. Es gibt doch leider kein Mastertape mehr und gar nichts mehr. Und es basiert, war in einer Zeit, da war ich so 17, 18, 19. Ich hörte damals sehr viel einstürzende Neubauten und so vieles andere Zeugs, also sehr wildes Zeug teilweise, auch viel Free Jazz. Und wir haben dann angefangen, wirklich wie im Film auf Schrottplätzen Instrumente zusammenzusuchen. Also wir haben beispielsweise einen Glockenspiel gebaut aus Metallröhren und so weiter. Und es gab, wir waren alle irgendwie so kirchlich aktiv und die Gemeindehäuser, die wussten schon, dass wir völlig irre waren. Da muss man einfach auch mal sagen, also das ist, was wenn ich so kritisiere, so Religion kritisiere, oder auch so, dass so sage, so diese Indoktrination, so ich so Karriere vom Kindergottesdienst über Jungschar, Jugendclub und so weiter und so fort, CVJM, Tensing, also ich war auf dieser protestantischen Schiene, dann bin ich ja nochmal mit 14, war das glaube ich auch noch parallel in die DPSG gegangen, also Deutsche Pfarrfinderschaft St. Georg, war dann bei den Baptisten und so weiter und so fort. Wenn ich da mal so Kritik dran äußere, muss man aber auch sagen, es war natürlich für uns Bombe cool, weil wir natürlich immer dort tolle Diakone hatten und tolle Pfarrer hatten, die uns einfach extrem viele Möglichkeiten gegeben haben. Und wir durften einfach das immer als Tonstudio nehmen. Also wir haben dann teilweise ein ganzes Gemeindehaus komplett umgebaut, haben von ein oder zwei Jugendbands, also kirchlichen Jugendbands, das Zeug uns ausgeliehen und haben Aufnahmen gemacht. Und P9 war sowas. Da haben wir wirklich, da haben wir alte Gedichte neu vertont. Wir haben ein ganz extremes Ding gemacht. Das muss ich euch erzählen. Das war wirklich brutal. Also ich versuche es jetzt mal so auszudrücken, dass es euch nicht zu so sehr schockt. Ihr wisst ja, Guxhagen, hatte ich euch mal erzählt, ne? Also Guxhagen in Nordhessen, ein ganz süßes kleines Dörfchen mit einem uralten Kloster. Und in diesem Klosterbereich, so, da stand auch das Haus, in dem ich groß geworden bin. Aber dieses Kloster war auch ein Konzentrationslager. Und wir hatten uns sehr intensiv mit dieser NS-Diktatur beschäftigt, also mit unserer Band. Ja. Und wir haben dann ein Werk geschaffen, das kann man nicht Musik nennen. Und es hatte
Es hatte die Idee, wir wollten dieses Barbarentum und und das, was durch den Kopf ging, irgendwie zur Musik machen, ja. Und was wir taten, war, dass man hört am Anfang eine leichte Melodie, dann gab es einen lauten Pfiff und dann sagte eine Stimme: Das ist alles ganz einfach hier. Nicht schwer, aber genau. Und dann kam so eine ganz brutale eine Soundwand mit ganz tiefen Tönen und wild. Und wir haben auf Metall rumgehauen, allem drum und dran. Das war brutal. Und dann fing diese Person an zu reden. Die Schuhe zu den Schuhen, die Jacken zu den Jacken, die dies und das und jenes. Also diese Aufteilung, ja. Also wie man das dann irgendwie einsammelt, ja. Und ich gehe jetzt nicht weiter, weil das wirklich brutal war. Und es ging dann immer, aber es ging immer so weiter, 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 dass wir irgendwann wirklich bei Gliedmaßen waren. Ja, und wir wollten dieses Barbarentum, das alles zeigen, musikalisch. Es war ein nach wie für mich heute, also von der Idee her, Wahnsinn. Ja. Und ich glaube, weil wir konnten keine Musik dazu machen. Ja. Wir konnten nicht hingehen, wir machen einen Song dazu. Also wir mussten etwas machen, was mit Musik, mit Klang zu tun hat, mit Ausdruck zu tun hat, was aber nicht in irgendeiner Form jetzt bedeutet, wir machen da einen Song draus. Man kann, also für mich bis heute, man kann zu solchen Dingen keine Songs machen. Das geht nicht, in meinen Augen. Und das endete dann damit, dass es immer lauter wurde, dass das, was gesammelt wurde, immer brutaler wurde. Ja, also immer so, boah. Und endete dann mit einem radikalen Stopp. Es war Totenstille. Und dann sagten wir: Davon haben wir doch nichts gewusst. 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 Ja, also die Betonung immer auf dem nächsten Ding. Und dann hatten wir eine kleine Flöte, die mit einem unglaublich großen Hall in der Entfernung irgendwie so erklang, so als letzte Hoffnung noch so quasi, so als Hoffnungsschimmer. Ja. Warum erzähle ich euch das? Weil ich heute nicht darüber reden will, wie man Transformationsprozesse in die eine oder andere Richtung schieben kann, sondern ich möchte gerne über mich reden. Also wird es nicht irgendwie, dass ich mich jetzt irgendwie vor euch quasi digital entkleide im Sinne von, dass ich jetzt irgendwie so schlimme Sachen über mich erzähle. Nein, nein, gar nicht. Aber ich rede immer jetzt seit über 36 Videos über Transformationsprozesse. Ich glaube, ein oder zweimal habe ich, glaube über mich gesprochen, vielleicht da drin. Es ist Zeit, das wieder mal zu tun, weil ich natürlich auch darüber nachdenke, wie es mir eigentlich damit geht. Ja, ich fange jetzt nicht an, meine intimsten Sachen und so weiter zu teilen. Ich bitte euch übrigens auch in eurem eigenen Interesse, das ist noch ganz vielleicht wichtig zu sagen, achtet auch in so einer Phase, achtet auf das, was ihr teilt. Ja, also es geht nicht darum, dass man eine Show macht, es geht nicht darum, dass man lügt, aber ich habe mir auch immer angewöhnt zu sagen, ich teile Persönliches, aber ich teile im Netz nicht Privates. Und achtet auch auf diejenigen, die durch diese Corona-Krise jetzt in der Situation sind, dass sie quasi neu dabei sind, dass sie sich jetzt viel stärker damit beschäftigen, vielleicht auch die eine oder andere Plattform ausprobieren und so weiter und so fort. Achtet auf die, dass die nicht so viel teilen. Und bitte, es gibt so ein paar Grundregeln und wirklich bitte, 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 bitte postet keine Bilder von euren Kindern. Ja, aus ganz vielen Gründen. Ich mache jetzt nicht einen neuen Beitrag, also ich werde jetzt nicht die ganze Zeit darüber auslassen, aber das Letzte, was ihr tun solltet, ist in irgendeiner Form Bilder von Kindern da reinzubringen und postet nicht zu klare Aufnahmen von eurer Wohnung. Macht da keine Home Story draus. Das ist einfach aus Sicherheitsgründen, auch aus anderen Bereichen wichtig. Und bei den Kindern denkt immer dran, das mag vielleicht mal lustig aussehen, wenn die sich angemalt haben und dies und das und jenes oder sowas. Aber für die Kinder bedeutet das, das wird immer im Netz sein und sie können es nicht mehr rausnehmen. Und der ein oder andere kennt das vielleicht auf einer Hochzeit. Ich habe damals gesagt, ich lasse mich in dem Moment wieder sofort scheiden am Hochzeitstag, wenn irgendein Idiot auf die Idee kommt und Kindheitsbilder von mir der Hochzeitsgesellschaft zeigt. Ja, ich fand das schon hochnotpeinlich damals, als ich 18 wurde und ohne Vorwarnung irgendwie Babybilder und Kinderbilder von mir auf meinem 18. Geburtstag gezeigt wurden. Das hat mich lange beschäftigt. Ja, und da müssen wir Verantwortung zeigen und da müssen wir verantwortlich handeln. Und die noch neu dabei sind, quasi, das gibt es ja sehr viele, ja, ist für viele Neuland, das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, achtet auf die und sagt ihnen auch für alle Fälle, du mach das Bild wieder runter.
Ja, auch gerade wenn ihr so in nicht, also in so halboffiziellen Communities unterwegs seid. Also ich rede jetzt nicht von Facebook oder Instagram, sondern ich rede von WhatsApp. Wenn ihr in Messenger, plötzlich machen ja ganz viele Leute Messenger nutzen. Und natürlich beginnt man irgendwann auch mal ein Foto zu machen, wie man gerade grillt oder dies oder das. Es ist ja auch okay, wenn wir uns irgendwo auch auf der kulturellen, auf der emotionalen oder mentalen Ebene austauschen oder wie auch immer. Aber bitte, bitte, bitte achtet da aufeinander. Das ist wirklich. Das ist nicht immer alles toll, was da irgendwie toll aussieht, ja. Und nur weil es andere tun, ja, also ich persönlich verabscheue Menschen, die Kinder, die Bilder von ihren Kindern ins Netz stellen. Ich kann das immer wieder nur sagen. Ich habe da eine tiefe Abscheu vor, aber damit auch gut. Nein, es geht um mich und ich habe das mal ein bisschen nachgedacht über mich selber. Ja, so nicht über die Sache, hey, ich habe Webinare und dies und das und jenes und auch darüber denke ich nach. Aber allgemein, wie geht es mir eigentlich? Und ich habe schon gemerkt, dass es bei mir Veränderungen gibt. Ja, das sind nicht die Veränderungen, die man jetzt irgendwie so hört, so, oh, ich habe jetzt den 25. Yoga-Kurs, das 3000. Webinar, bei mir ist alles super und digital sowieso alles. Nein, sondern es geht um mich als Menschen dabei. Ja, wir vergessen in dem Ganzen immer, glaube ich, so ein bisschen gefühlt, dass wir eigentlich von Menschen reden. Ja, und was uns ja klar sein muss, ist, wenn wir digital kommunizieren, haben wir eben eine Maschine zwischen uns und dem anderen Menschen. Trotz alledem, so ein großer Fan ich davon auch bin, vom Digitalen, ja, ist es trotzdem so, dass da eine Maschine zu ist, es ist ein Abbild, ja, es ist ein Abbild von etwas, was wir da sehen auf Instagram, auf Co. und so weiter und Co. und so weiter und so fort. So, und was mir aufgefallen ist, zum einen erstmal, es ist sehr faszinierend, erst jetzt langsam kommt bei mir die Ruhe rein. Ich kann noch nicht genau abschätzen, ob das daran liegt, dass wirklich jetzt Ruhe da ist, also ob das durch Corona entstanden ist oder dadurch, dass ich ja an sich in den letzten Jahren extrem viel unterwegs war, extrem die Welt bereist habe, quasi drei Projekte, vier Projekte irgendwie direkt hintereinander gemacht habe, dies und das und jenes, extrem viel gearbeitet habe. Und dann ist man ja auch in so einem Tunnel drin, ja, in dem man immer sich wieder quasi so, auch wo man sich so selbst, also immer wieder selbst nicht mehr reflektiert, sondern einfach sich selbst immer wieder neu mit Energie versorgt. Ja, also ich kenne viele Leute, das ist mir zum Glück nicht passiert, aber es gibt viele Leute, die dann auch irgendwann ausbrennen. Also da hatte ich mal noch Glück, dass ich eine Frau hatte, die, oder habe, Entschuldigung, die dann noch sehr genau drauf guckt, ja, und die gute Sensoren und gute Antennen hat. Und ich habe auch eine Tochter, die mich da immer wieder rauszieht. Aber es war auch so, trotzdem ist mir das aufgefallen, so langsam kommt bei mir erst die Ruhe. Ja, es war gut am Anfang zu sagen, ich fange jetzt nicht an, noch 1000 Bücher zu lesen. Oder ich habe es versucht, ja, aber es klappte nicht so richtig. Und jetzt langsam komme ich da rein, dass ich irgendwie lesen kann. Ich musste erst mal runterkommen, ja, und es war ja auch ein brutaler Impact. Also letztes Jahr irgendwie das wieder mal ein noch erfolgreicheres Jahr bei mir im Unternehmen, also in meinem Ein-Mann-Unternehmen quasi, mit noch mehr abgefahrenen Projekten. Dann aber der klare Wunsch, ich habe das jetzt irgendwie 10 Jahre durch, ich möchte es irgendwie anders machen, ich möchte es inhaltlich anders machen, ich möchte es von der Struktur anders machen. Dann die Situation ist, dass wir auch, meine Frau und ich entschieden hatten, dass wir eben nicht dieses klassische Modell wollen, meine Frau arbeitet irgendwie halbtags und ich mache irgendwie dann die Vollzeit, sondern dass wir das auch switchen. Das hat sich dann ja auch ergeben zum Glück und nun hat sie eine wunderbare Leitungsposition und entwickelt die Zentralbibliothek in Nürnberg weiter, wirklich toll. Also alles so Dinge, die damit einhergehen. Und da war eh der Wunsch da, dass ich was ändere. Und mir ist klar geworden, was für eine Kraft das bedeutet, etwas zu ändern bei mir. Ja, weil ich mir nämlich die Trigger rausgenommen habe. Ja, also ich habe beispielsweise gemerkt, ich habe irgendwann in den letzten Jahren angefangen, Dinge zu kaufen, die ich nicht brauche. Ja, also das ist jetzt nicht sinnloser Luxus oder sowas. Das sind schon Sachen wie ein Musikinstrument oder sowas. Die brauche ich schon im Sinne, dass sie mich glücklich machen. Aber ich habe beispielsweise eine Ukulele und habe immer noch nicht die Grundakkorde gelernt. Also es ist nicht so, dass ich was gekauft habe, was ich nie nutzen werde. Ich werde es nutzen. Aber irgendwann war der Punkt, dass es gar nicht mehr darum ging, die Sachen zu machen, sondern einfach die da zu haben. Es war ein Optionsraum, den ich mir geschaffen habe. Ja, aber es ging nicht darum, anderen Leuten das zu zeigen. Es ging nicht darum, irgendwie, hey, ich bin der Checker, ich kann mir erlauben, für 50 € eine Ukulele zu kaufen oder sowas. Nein, aber es war so, ich habe mir so einen Optionsraum geschaffen. Immer mehr und immer mehr Dinge so, auch an Büchern oder an anderen Sachen. Es war jetzt zum Glück nie was Teures dabei, aber an Dingen, wo ich dann irgendwie gesagt habe, so, später, dann mache ich das. Ja, und das war irgendwas, und das nimmt man sich jetzt raus. Das heißt, dieser Erfolgstrigger ist dann auch weg, das in irgendeiner Form zu machen. Und viele andere Dinge auch. Also wie gesagt, ob das durch Corona, Entschuldigung, immer lustig, wenn ich Corona sage, huste ich, glaube ich, heute. Ne? Aber nein, mir geht's gut. Ob das nur durch Corona ist, das weiß ich nicht ganz genau. Das ist so eine Mischung, glaube ich, weil
Was natürlich da war, ist, dass ich einfach trotzdem ja gearbeitet habe. Ich habe ja trotzdem einen Job, ja, ich will trotzdem Geld verdienen und so weiter und so fort. Und das ist ja noch ein größerer Druck, dass ich eben Sachen verändern will. Ja, ich will ja auch nicht arbeiten oder wen, also ich will schon weniger arbeiten im Sinne von, dass ich nicht zu Hause bin, weil dann weiß ich, dann ist meine Tochter irgendwann 18 und ich habe nichts davon mitbekommen. Sondern mir geht es darum, anders zu arbeiten, ja, und ich wollte auch intensiver wieder mit arbeiten. Ich wollte wieder selber auch Input bekommen, wieder selber lesen, mich weiterentwickeln. Das ist auch Arbeit, das ist sehr viel Arbeit sogar. Solche Dinge halt, ja, also nicht laissez-faire oder so, aber sowas, aber auch natürlich mal die Möglichkeit zu haben, durchzuatmen, also ein bisschen weniger fremdbestimmt zu sein. Und ja, das merke ich jetzt. Jetzt komme ich da langsam an. Nach diesen vielen Wochen Corona komme ich an. Das hat so einen brutalen Cut nochmal reingebracht. Ich musste mich um nichts mehr sorgen, weil es nichts mehr gab, um was ich mich sorgen konnte. Das Ding war jetzt im Brunnen gefallen. Ja, also als dann irgendwie die ganzen E-Mails reinkamen und alle möglichen Projekte abgesagt wurden und ich dann gesehen habe, so, okay, es ist vorbei, brauchst nicht mehr weitermachen. Es ist okay, es heißt überleben irgendwie. Und wir haben Glück, ja, weil einer von uns beiden immerhin in einer unkündbaren guten Stelle ist. Das heißt, wir kriegen das irgendwie vielleicht noch gebaut. Wird mal sehen, wie es geht, aber läuft bis jetzt irgendwie so. Und natürlich dann das Glück, dass ich einfach Glück habe, dass ich Kunden habe, die gesagt haben, okay, dann gehen wir das mal komplett digital an. Großes Glück haben auch nicht alle. Ja, also ich habe einen Job, wo das geht. Ich hab Kunden, wo die das mitmachen und so weiter und so fort. Also ja. Das ist auf jeden Fall da. Dann ist der andere Punkt, ich schlafe mehr. Das finde ich sehr faszinierend. Bei mir hat sich mein Schlafrhythmus komplett verändert. Ich bin in der Situation, dass ich so durchschnittlich 22, 22, 30 ins Bett gehe, aber eben auch erst um 8 aufstehe. Und ich brauche das anscheinend auch. Also das ist sehr faszinierend zu sehen. Und es ist jetzt nicht so eine Müdigkeit, weil ich den ganzen Tag nichts getan habe oder weil ich zu viel getan habe. Nein, es ist einfach so. Ja, und das ist, was ich auch sehr, sehr beeindruckend finde und faszinierend finde, dass ich einfach mehr schlafe. Ja, und es auch genieße und toll finde. Ja, also es ist langsam wird der Schlaf auch besser. Eine Zeit lang da dachte ich so, boah, ich sehr unruhig geschlafen oder so, aber jetzt scheint das ein bisschen sich auch da so ein bisschen rauszunehmen. Das heißt, man merkt so, das ganze System fährt so langsam runter. Ja, und das ist so was, was mir auffällt bei mir gerade. Es fehlen mir einfach quasi, ich glaube nicht einfach da, mir fehlen quasi alle Trigger, die mich auf diesem hohen Level erhalten. Also die Sachen, die ich jetzt mache, habe ich immer noch genügend zu tun. Ja, ich habe viel zu tun. Ich finde es immer auch sehr faszinierend. Gestern mit einem guten Bekannten, der um die Ecke wohnt, und wir haben uns über unsere Töchter kennengelernt und wir mit großem Abstand und so weiter und so fort. Ja, aber wir standen kurz auf der Straße und haben miteinander gesprochen. Und was mir sehr lustig ist, weil ab und zu geht er mit seiner Tochter bei sich raus und dann kann ich über die Mauer gucken und ihn sehen. Das ist wie so, weiß ich, so ein DDR-Feeling, fast schon DDR-Grenz-Feeling, wenn er so über die Mauer miteinander kommuniziert. Er hat auch gesagt, er findet es ganz faszinierend, weil er hat eigentlich überhaupt keine Freizeit. Er hat keine Freizeit, weil er hat die Tochter zu Hause, er hat einen Job, seine Frau hat einen Job, beide arbeiten im Homeoffice. Der fällt abends todmüde ins Bett. Ja, und das ist sehr faszinierend auch zu sehen. Also wir haben alle was zu tun. Ich habe heute zum ersten Mal gedacht, und ihr habt es schon mitbekommen, denke ich mal so, ich liebe meine Tochter über alles. Und das war ja auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, auch auf der Ebene der Quantität will ich anders arbeiten in Zukunft, weil mich dieses Wesen einfach total beeindruckt. Ich sie wundervoll finde und ich dieses Geschenk, Papa zu sein. Ich meine, diejenigen, die mich besser kennen, wissen, ich wollte nie Vater sein, also ich wollte nie heiraten, ich wollte nie Kinder haben. Bis ich meine Frau kennengelernt habe, dann habe ich geheiratet, wir haben ein Kind und ich kann mir nicht vorstellen, wie es ohne dieses Kind sein soll. Es ist wundervoll. Und alles super. Aber ja, ich habe heute zum ersten Mal gedacht, ich würde gerne mal 2 Tage mit meiner Frau haben. Nur mit meiner Frau, ohne meine Tochter, die ich über alles liebe, wie gesagt, nicht falsch verstehen. Und sie nervt mich auch nicht. Es ist einfach nur mal zu schweigen und die totale Selbstbestimmung wieder zu haben. Nicht fremdbestimmt zu sein. Ja, das war etwas, was mich im Beruf in den letzten Jahren auch in so Phasen genervt hat. Das Gefühl, du bist nur noch fremdbestimmt. Und das ist etwas, was ich gerade erlebe, was ich gerne mehr hätte oder mal wieder hätte mit meiner Frau. Ich würde gerne meiner Frau, also es muss gar nicht ein Wellnesshotel sein, ja. Also es geht einfach darum, irgendwo hin und wir können auch da mal schweigen miteinander, wenn wir jetzt irgendwie nicht reden wollen. Nicht, weil wir uns nichts zu sagen hätten, also das ist nicht der Punkt, aber ja, das ist so ein Element. Und das merke ich gerade, wie sich das bei mir so sukzessive vor. Das zweite ist, also das nächste ist, was ich merke, ist, ich bin immer konsumloser.
Also ich habe immer weniger Lust in irgendeiner Form zu konsumieren. Es hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich ein unglaubliches Bedürfnis habe, dass das, was ich in den letzten Jahren gekauft habe, jetzt auch mal genutzt wird. Bei der Schallplattensammlung ist es so, die höre ich jetzt rauf und runter, bin sehr dankbar. Ja? Da will ich gar nicht, also da ist auch so ein Ding. Ja? Also ich will erstmal alles durchhören, x-mal. Ja? Also ich habe alles schon gehört, ich habe jetzt nie Schallplatten gekauft und die liegen dann da rum, sondern das mache ich schon, weil mir das extrem wichtig ist. Ja? Und das ist auch so eines meiner großen Anker, ist diese Musik halt. Aber tiefer reingehen. Ja, das ist ja, ich habe das schon mal in einem Video in einem anderen Kontext gesagt. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie eine Tomate, die man in einer Pfanne erhitzt. Also, wenn ihr das so kennt, wenn man so ein Steak macht, kann man wunderbar so eine Tomate, eine große, in der Mitte durchschneiden und packt die da rein. Und warum macht man das? Weil die Hitze da drin dafür sorgt, dass das Wasser rausfließt aus der Tomate. Und dann wird der Geschmack konzentrierter. Und das passiert bei mir. Ich will jetzt überhaupt nichts schönreden. Bitte, bitte, bitte versteht das nicht falsch. Ja, ich sage überhaupt nicht, dass es irgendetwas Gutes in dieser Corona-Krise gibt. Ja? Da muss man sich eher mal fragen, also erstmal mache ich eh nur das, was ich eh dieses Jahr vorhatte, jetzt extremer, weil wir einfach das System komplett lahmgelegt bekommen haben. Ja? Das ist das eine, aber ansonsten, aber das ist das, was ich gerade mitbekomme, was ich gerade so erlebe, was ich gerade mache. Und da ist mir eins klar geworden, das ist auch der Grund, warum ich euch das so erzähle. Wie viel Zeit es braucht, dass dieser Effekt wirklich wirkt. Ja? Und wie schwierig es ist, nichts zu tun. Wie schwierig es ist, nichts zu tun. Ja? Das ist extrem schwierig. Ja? Und ich bin jetzt gezwungen dazu. Und ich habe ja was den ganzen Tag zu tun, so ist es nicht. Aber es gibt ganz viele Dinge, die weggefallen sind. Und wie lange es braucht, damit das wirklich wirkt. Ja, und da denke ich intensiv drüber nach. Ich werde auch noch mal auf Ebene von Transformationsprozessen natürlich etwas dazu sagen, aber da ist mir heute nach nicht. Da ist mir heute nicht nach. Vielleicht ein Punkt noch, den ich auch ganz faszinierend finde. Ich habe auch nie das Bedürfnis die ganze Zeit jetzt gehabt, all die Dinge nachzuholen oder all die Dinge zu machen, die ich immer schon mal machen wollte, weil jetzt Corona ist. Also ich habe das nie als Freibrief empfunden. Ja, also ich habe es nie als Strategie, ich kenne das ja auch, dass man auch so im Netz kursieren ja auch so Bilder oder so Grafiken, was willst du sein, was für ein Typ willst du sein? Und natürlich werden alle ankreuzen, was Besseres, Tolleres, Schöneres und so weiter und so fort. Die wenigsten werden ankreuzen, nee, ich will einfach nur sowas sein. Also ich halte diese pseudopsychologischen Dinge, die da rausgehen, auch wenn das von Psychologen irgendwie gepostet wird, für ziemlichen Blödsinn, sage ich, aber das ist auch nur meine persönliche Sichtweise daran. Und ja, was mich ein bisschen nervt, sind die Verschwörungstheoretiker, aber das ist ein anderes Thema. Da verstehe ich einfach nicht. Ja, also in dem Sinne, es ist heute wirklich, also wie gesagt, kein Transformationsvideo gewesen, sondern eher was über mich. Ja. Aber ich wünsche euch das auch. Ich wünsche euch, dass ihr selber erlebt, dass dass irgendwas mit euch passiert. Und zwar im Sinne von wirklich, dass etwas passiert. Nicht nur, dass ihr etwas von außen abbekommen habt und geschwommen seid, sondern also ich bin für diese Erkenntnisse, die ich jetzt gerade euch so mitgeteilt habe, sehr dankbar. Ja, weil ich glaube, ich bin gerade, das ist ein großes Geschenk, ich bin gerade sehr nah bei mir. Sehr, sehr nah bei mir. Und ich bin sehr dankbar, dass ich trotz dieser fürchterlichen Corona-Situation es geschafft habe, das zu bekommen, das zu bauen. Ja, das ist ein großes Geschenk. Ja, ich werde am Ende dieser Krise nicht Yogakurse gemacht haben, nicht dies, nicht das gemacht. Ich werde eigentlich nichts gemacht haben, was in irgendeiner Form planvoll irgendein besseres Selbst hätte erzeugen können. Bin komplett raus aus der Selbstoptimierung. Und in dem Moment, in dem ich aufgehört habe, mich selbst zu optimieren, wurde alles optimaler. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wie gesagt. Bleibt gesund, werde gesund. Eigentlich wollte ich heute nur 5 Minuten reden, sind doch fast über 25 Minuten geworden. Ich bitte um Entschuldigung, aber vielleicht Wort zum Sonntag. Bis dann, tschüss.